Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Ja, die vorerst vielleicht erstmal letzte Ich Folge. habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Ja, bla bla. Vorerst die letzte Folge. Ich weiß aber nicht, wann dann auch die nächste kommt. Ich muss mal schauen. Ach stimmt, ja, ich habe den Allosaurus freigeschaltet. Ich habe Offscreen ein bisschen gespielt. Ich habe. Was habe ich eigentlich gemacht? Habe ich das gemacht offscreen? Den Gigantspinosaurus? Oder war das noch. Boah, ich bin gerade gar nicht mehr sicher. Scheiße. Ich glaube, den habe ich offscreen, also off-take gemacht. Die kleinen Knubbels hier. Ja, war jetzt eigentlich so spannend. Das sind jetzt einfach die Gigantspinosaurus hier. Huch. Die süßen. Ja. Und ich habe halt ein paar Aufträge gemacht und habe den Allosaurus freigeschaltet und den Indoraptor. Nee, doch, den Indoraptor. Den können wir jetzt auch züchten. Aber das wisst ihr ja, glaube ich, schon, oder? Nee, wisst ihr noch nicht. Das habe ich auch offscreen gemacht. Hier, der Indoraptor wurde freigeschaltet. Mann, ich bin so böse. Gut, dann schicken wir die mal wieder gleich weg. Das auch. Und ich habe, glaube ich, alle Dinosaurier auf 100% bis. Wo ist mein Zettel hin? Hier. Bis auf den Gigantspino und den Allosaurus. Den Rest habe ich alles auf 100% gemacht und es war eine Qual. Hier unten ist, glaube ich, der. Nee, doch. Hä? Der Kano? Spinosaurus? Bin ich jetzt blöd? Mayunga? Der Carnotaurus. Haben wir den schon? Bin ich jetzt irgendwie. Moment. Das ist, wenn man mehrere Spiele aufnimmt oder ja, mehrere Spiele auch spielt, weiß man am Ende ganz schön. Allosaurus, der Kano. Bei C oben hier, Kano. Ach doch, den haben wir ja schon. Mann. So. Also, wo war der Allosaurus? Hier war der Allosaurus. Und hier war der Allosaurus. Sehr gut. Gut, den Gigantspino. Wie viel Prozent hatte ich ihn da gehabt? Geh. Okay. Ah ne, der ist ja dann ganz unten. Die Unvollständigen sind immer ganz unten. 93, das heißt, wir müssten dann auch ungefähr noch einmal los. Und dann war's das. Gut, dann warten wir halt jetzt so lange, bis die wiederkommen und versuchen den Gigantspinosaurus-Genom vollständig zu bekommen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ups. Genau, und dann fangen wir auf der Sandbox-Insel mal an. Und gucken mal, was. Wohin es uns treibt, wohin es uns zieht. Hat es gerade Pock Produkt muss gemacht? eingesammelt werden. Hat hier jemand rumgepockt? Nee. Wird. Ach so, hä? Wieso sind da nur vier Tiere drin gewesen? Ah, hier sind noch. Hier sind vier. Wir brauchen fünf. Dann machen wir noch gerade noch mal noch einen. Wie hieß denn der Dino jetzt schon wieder? Hier, der Pentaceratops. Auch bloß nicht so viel genommen. Oh, ja doch, das. Oh, wow. Den kriegen wir locker auf 50%. Und den Indoraptor würde ich gerne. Doch, den Indoraptor. Ich komme immer mit den zwei komischen Dinos ein bisschen auseinander. Durcheinander. Den Indoraptor, doch. Den machen wir dann auf der Sandbox-Insel. Genauso wie die anderen. Und die, wo uns jetzt noch fehlen, die Dinos, die sind alle noch von den Missionen von der Isla Pena.
Hier, die drei, das sind alles Belohnungen gewesen von den Missionen, die wir nicht gemacht haben. Ich glaube, hier auch. Doch, die haben wir abgeschlossen. Oder? Wissenschaftsfreistellung abgeschlossen. Ne, das waren alle, ne? Hier haben wir noch gar keine... Ne, hier haben wir noch gar keine Mission, keine... Doch. Gesperrt? Wett? Ah! Okay. What the fuck? Okay, wir müssen erst auf der Isla Pena. Oh mein Gott. Ich muss mal kurz Inselnavigation. Isla Pena, genau. Da haben wir auch nur eine gemacht. Die haben wir noch gar keine gemacht. Und hier sind es zum Glück keine. Das heißt, wir müssten hier eigentlich noch mal kurz... Ich guck mal kurz vorbei. Ich hasse diese Insel, ne? Das ist die schlimmste von allen. Ja, die Folge wird jetzt erstmal noch ein bisschen kurz chillen und gucken und ein bisschen plaudern. Und ich habe mir gedacht, für die Isla, die Sandbox-Insel, habe ich mir gedacht, dass wir da so ein bisschen ein Let's Talk machen, weil ich habe ein tolles Thema, wofür man, oder worüber man auch mal reden könnte. Das, ja, das betrifft auch hier das Thema Dinosaurier. Vielleicht kann dann der ein oder andere auch mal seine Sicht der Dinge oder seine Meinung oder was er glaubt, gerne dann auch in die Kommentare schreiben. So. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Genau, hier findet unter Suchumimus die Sicherheitsmission brauchen wir hier noch. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Oh, der Rasen... Achso, ich würde sagen, der Rasen glitzert, aber es ist die Gyrostation. What the fuck? Gut. Dadurch ist die halt auch so scheiße klein ist, die Insel. Hast du überhaupt gar keinen Spielraum mit irgendwas. Jetzt haben wir hier diese blöden Dinos. Mit 5 Sternen kriegen wir halt auch wieder ein Dings. Okay, hier ist alles super. Die Dino-Bewertung ist halt nur scheiße, ne? 17 Dino annehmbar. Auf jeden Fall großartiges Wohlbefinden. Uns fehlt halt wirklich noch hier die Dino-Anzahl. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich muss doch kurz gucken. Passen hier noch Leute rein? Hier, Bestand ist noch ein bisschen offen. Hier könnte noch Dinos rein. Der Chamara, der hat auch noch wirklich viel. Oh, da könnte sogar noch einer rein. Noch ein Chamara, warte mal. Chamarasaurus, den können wir jetzt auch mehr modifizieren, ein bisschen mehr. Wir haben jetzt die Kohle und eine neue Hautfarbe. So, und ein bisschen modifizieren. Lebenserwartung. Guck, was wir da so alles reinknattern können. Ne, Angriff will ich gar nicht haben. Lebenserwartung. Gut, es reicht auch erstmal. Pech haben, überlebt er das gar nicht. Was könnte man da noch reinsetzen? Wo ein Einzelgänger ist. Ich weiß gar nicht, der Brachio war kein Einzelgänger. Das weiß ich, der Apato auch nicht. Der Diplo war ein Einzelgänger, aber ich kann ja jetzt nicht überall in so ein Gehege ein Diplo reinsetzen. Der Gallimimus? Den könnte man nochmal machen. Der wäre vielleicht eine gute Idee. Ah. Weiß gar nicht, wie viele die. Ich glaube, die brauchen auch nur so 3 oder 4 oder 5. Das würde eigentlich auch schon reichen. Reagiere auf Nachschubanfrage. So, was haben wir denn hier für Dinos drin? Ein Stegomoloch. Was hat denn der hier? Bestand? Okay, der will nicht mehr. Genau, stimmt, da waren auch die Centaurosaurus drin. Die Problemkinder. Ich erinnere mich.
So, Mr. Rexy Rex. Sind da zwei drin? Nee. Schade, dass man diese Hautfarbe hier nicht sieht, ne, auf dieser Insel. Das würde mich echt mal interessieren. Ob der jetzt wirklich komplett schwarz ist oder nicht. Ich überlege auch die ganze Zeit, dass man hier vielleicht zwei Gehege noch draus machen kann. Oh nein, ich wusste es. Fuck this shit. Camarasaurus. Ausbildungstipp. Weißt du, wieso habe ich da Erfolgsrate nicht drin? Erfolgsrate 3.0. What the fuck? Nicht Jack. Gucken wir mal. Ein Strotiomimus. Oh. Oh, okay. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. So, da ist er. Ach. Der kommt ja auch allein zurecht. Ach, das ist ja geil. Wir machen ihm aber noch einen. Vielleicht kriegen wir da so ein bisschen die Bewertungen hochgepusht. Das Dschungelmuster gehen. Oh, das ist das auch ein neues. So. Ach komm schon. Ist denn ernst? Money wasting at its best. Sind die Dinosaurier annehmbare Vielfalt. Ja, das Einzige, was uns noch fehlt, sind echte Dinos. Dann checken wir mal, was hier so geht. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen pushen. Push it, real, push it, push it. Kleiderladen, aber so gut besucht ist das wirklich nicht, ne? Die Insel ist halt auch echt Bullshit. Das wird nicht meine Lieblingsinsel. Never. So. Können wir vielleicht hier noch was ändern? Nahrungsbewertung ist wie immer kacke. Was? Oh, nein. Das habe ich ja ganz vergessen. Ach du heilige Scheiße. Wir wollten den Rex gegen den Indominus Rex. Ach du lieber Himmel. Okay Leute, das kann doch noch eine ganz spannende Folge werden. Ach du Scheiße. Scheiße, habe ich den Strotiomimus nicht gesehen. Das sieht man leider nicht. Ach du lieber Himmel, ich kann mich erinnern. Ich weiß es wieder. Wir wollten den Indominus gegen den Tyrannosaurus antreten lassen. Jetzt dämmert mir die Glocke. Okay, dann wissen wir, was wir die Folge zu tun haben. Ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie eine schlechte Beurteilung gibt. Also eine schlechte Bewertung. Aber was geil ist, wir können mit einer Gyrostation da durchfahren und uns das anschauen. Aber wir überlegen gerade am besten mit einem Ranger-Teil. Das wäre besser. So. Hello, Boys and Girls.
Aha. Übergeben. Und dann... Let the show begin, bitches. Dadam. Vielleicht haben sie Erfolg, wo andere vor ihnen gescheitert sind. Aber die Dinos lernen auch dazu. Ihr Überleben hängt davon ab. Nein. Darum sollten sie so denken wie sie. Oh, fuck. Hallo. Schnell, Auto, Auto, Auto. Ich will den Schnappschuss meines Lebens haben. Ich will den Schnappschuss meines Lebens. Oh. Vielleicht kriege ich ihn doch nicht. Das sind doch jetzt 1000 Dollar wert. Ja! Keine große Kunst, aber mir gefällt's. Kommt, kämpft miteinander. Jetzt hat dieses scheiß Kraftwerk noch einen Aussetzer. Keine gute Pose, keine gute Pose. Ja! 50.000 Tacken. Und Errungenschaft bekommen. Ich kenne mich mit Fotografie aus. Nicht so gut wie Sie wohl gemerkt. Mal sehen, wer gewinnt. Alter. Alter, wie geil. Treffer bestätigt. Dürüm, dürüm. Oh, ich muss mal ganz kurz. Ist es jetzt Team 1 oder 2? Mal ganz schnell das blöde Scheißteil neu starten. Aufgabe erhalten. Natürlich hab ich den. Alter. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Und was Profitables. Ja, ach nee. Ei. 31%. Oh, mal gucken, wer gewinnt. Oh. Oh nein, oh shit. T-Rex ist gleich down. Komm. Oh ja, das war's. Alter. Oh sheesh, Mann. Oh sheesh. Okay. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Das war unser T-Rex. Aber der ist auch gut gedamaged, ne? Der Gute. Ist das jetzt irgendwie Fürsorgestrafe? Oh nee, guck mal, wir kriegen da sogar. Kriegen da sogar was davon. Bisschen Bewertung. Unterwegs zur Futterstation. So, gut, das war der Kampf. Müssen wir schnell den Chamara noch raus. Ja, wir kriegen schon die 5 Sterne irgendwie. Das war lustig. Wollen wir vielleicht den Indoraptor rauslassen? Wollen wir den Indoraptor machen? Indoraptor wäre doch lustig. Komm, wir machen den Indoraptor. Dann kriegen wir hier auch die 5 Sterne. Kriegen wir vielleicht irgendwie noch 362? Angriff.
Alter, das ist ein Biest. Und go for it. So, fotografieren Sie einen Dinosaurier. Das ist der Apfel. Ich glaube, das mache ich weg. Die Aufgabe. Scheiß drauf. Ich brauche es auf jeden Fall nochmal von dem da ein. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Noch 4 Dinosaurier ausbrüten. Passen hier noch 4 rein? Hält dieses Gehege noch 4 Dinosaurier aus? Ja gut, der ist total easy drauf. Oh, ich glaube, der nicht mehr hier. Schitte mit der Titte. Die halten auch noch was aus. Scheiße, nur diese blöden... wie heißen die Dinger? Hier, diese... Das ist kein Chasmosaurus. Ach, Kamara und Chasmo. Blöder Chasmosaurus. Mann. 3 Stück. Und die hier? Ach, da haben wir ja schon geguckt, ne? Der will ja nichts mehr. Wobei, da könnten wir hier noch einen... Ach, ich habe hier keine Hammond-Ausbrütungsstation. Schnarch. Wobei, es ist ja eigentlich wurscht, ob die denn gesterben oder nicht. Hauptsache, die ausgebrütet. Was geht denn hier schnell? Gadimimus geht, glaube ich, am schnellsten. Ja, komm. So. Gut. Der humpelt immer noch vor sich hin. Na? Gehen wir dir auf den Sack? Ah, da kommen wir nicht durch. Aber cool, wir haben schon 4,2 Sterne, also es wird. Boah. Hallo. Hallo. Alter, wir sind unten drunter. Hilfe. What the? Der hat uns. Schade, dass sie ja nicht ausrasten. Es wäre lustig, wenn die da auch ein bisschen aggro werden. Okay. Ein Stegomoloch. Wir müssen ein Stegomoloch ausbrüten. Dracorex. Stegomoloch. Da ist er. Gucken wir mal, haben wir doch noch andere Hautfarbe? Ja, die hier. Zack. Ich hoffe, die rasten jetzt nicht aus, weil einer gestorben ist. Nee. Oh Gully. Oh Alter. It's gonna be your last. Oh. Oh. Aber der ist. Der isst den ja jetzt, also. Muss ich mir da jetzt keine Gedanken machen? Oder? Muss ich ihn trotzdem abtransportieren? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Oh, ich glaube, da die Ziege gewittert. Ja, die Ziege ist es. So, gucken wir mal, was wir da noch machen können. Strutium Mimus, der geht doch auch relativ schnell. Ja,
Hä, wer ist denn jetzt hier noch tot? Ach, das ist der noch. Auch eine schöne Musterung. Transportiere Produkt. Lol, Tatsache. Was zur Hölle? Ist ja einfach mal offen. Und hier? Ne, da ist zu, oder? Ja, da ist zu. Oder ist einer krank? Zack. Verstanden. So, der ist frei. Bestätigt. So, der muss auch abgeholt werden, wenn er ihn jetzt nicht komplett frisst. Aber anscheinend nicht. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich denke, wir haben in der nächsten Folge noch was zu tun. Dann wird das hier doch nicht die letzte Folge. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Oh. Habe ich ihn jetzt schon? Bestätige Anfrage. Nö, zur lol. Produktabholung. Oh nein, ein Chasmosaurus, glaube ich, oder? Warte, jetzt ein toter Chasmosaurus. Oh Mann. Chasmo. Nee. Chasmo. Gut, dann bis zur nächsten Folge, bis morgen und adieu.